Ja, da sind wir wieder. Wir haben ein bisschen diskutiert. Okay, Alkohol war auch dazwischen. Wir machen jetzt das nächste Kapitel heute noch gleich dazu, damit wir auch was zum weiteren Aufnehmen haben. Das heißt, wir gehen jetzt in Test Chamber 4. Transportschächte. So, wir wollen ganz hinten anfangen. Ja. Text, ganz viel Text. Komm, so viel Text ist das nicht. Da hat brutale Legenden von mir noch mehr. Nein, oben in dem Bildschirm. Stopp, stopp, stopp. Schnell demontiert. Demontiert und ihr. Nee, demotiviert. Nee, andersherum. Scheiße. Da ich nicht gedacht hätte, dass ihr so weit kommt, schaffe ich diese neue Strecke nur für euch. Na, danke schön. Mir ah, ist nein! Aufgefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Ich glaube, ich hasse diese Dinger. Nicht. Och nö. MK, jetzt muss ich dir vertrauen. Oh, das ist gut. Das ist immer effektiv. Oh, ich habe schon was vorbereitet. Aber jetzt musst du auch mit durch. Orange, mach dich nicht und dann hier. Über Blue. Klingt doof, ist es auch. Du musst gleich dich umdrehen und da deinen Portal hinklatschen. Oh. Stop. Hi. So. Und zurück. Oh, lass mal runterfallen. Na wunderbar, wie soll man das jetzt dauerhaft schaffen? Ach, bis du fertig bist, hänge ich hier noch so ein bisschen rum. Ah, Moment. Was war das? Blau. Lass dich fallen. Oh, ich wollte aber mal so gucken, was die Zahnräder da unten so zermalen. Ja, dich? Ich gehe dann schon mal in den Ausgang. Tschüss. Ja, wenn auch du nicht hängen bleiben würdest. Warte, warte, warte. Ich mach mich klein, dann funktioniert das. Ausgezeichnet, ihr macht du bist aber groß. Sehr gut. Oh, was? Auf mit dir, ab in die Demontage. MK? Ja, das hat mit mir gesprochen. Sie sagt, du bist böse, aber ich darf dir nicht sagen. Also, hörst du nicht von mir. Also GLaDOS hatte ich jetzt extra angefunkt, damit ihr, damit ich es nicht höre. Ja. Okay. Aber, das weißt du nicht von mir. Ich habe mir das Gerede von Orange angehört und weiß wirklich nicht, wie du das aushalten kannst. Du hast eine Engelsgeduld. Siehst du? Interessant. Hast du das eben nicht gehört? Okay. Da ist ein Laser. Ja, da muss ein Bällchen rein. Was, wenn man hier drauf geht, geht hier das auf. Also hier die. Ja, Da habe ich ein Bällchen. Danke. Was ist das? Da muss ein Bällchen rein. Okay. Da! Das war falsch. Du hattest recht, Orange. Blue war blöd genug, in deine Falle zu tappen. Danke. Ah, Moment. Ich brauche dein Portal. Einmal hier, genau. Nee. Nee, oder doch? Nee, oder doch? Nein, 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 ich brauche dich hier zum rüberfliegen. Besser? Ich werde wieder sterben. Warum? Weil ich es nicht auf diese Plattform da schaffe. Dann halt so. Ein Sprung? Ach, da bist du. Ich bin schon ruhig. Na, jetzt kriege ich das Bällchen, was wir brauchen.
Das andere Bällchen wäre besser. Danke. So. Nee, was tut? Genau. Dann rotes Portal. Darüber, dann kann ich wieder durch das Portal wieder zurück. So, dann haben wir das Ding wieder unterbrochen. Muss ich jetzt hier stehen bleiben? Nein, musst du nicht. Gesundheit. Danke. Kann ich auch, siehst du? Bei mir ist es aber Heuschnupfen. Ich kann nicht länger schweigen. Allein würdest du das Rätsel schneller lösen. Orange wirft dich zurück. So, jetzt ist es raus. Geil. Also in Wright Richmond Center bittet sie sich für diese Früchte und Zahlen zu merken, da sie wichtig für das weitere Experiment sind. Avocado und irgendwas mit einer 4. Okay. Was auch immer das bedeutet. Avocado und 4. Kann man das essen? Das ist eine 4 oder das Avocado-Ding? Beides. Ansonsten nutzt man es als dein Kopf. Danke. Orange, Flim. Blue und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Tja, das stimmt. Hä? Orange werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Ich würde sagen, sie baut um. Das siehst du in den Schatten oben. Ja, sie baut um. Aber was? Okay. Oben. Unten. Nee. Oben oder unten, sag ich doch. Unten. Die macht gerade die Schraube auf, wie es aussieht. Ich hab gerade die Schraube hergebracht. Fies. Was passiert, wenn man hier drauf geht? Da kommt eine Schraube von oben und frisst dich. Hahaha. What the robot? Okay, das heißt. Spaß. Ja, wie soll ich da hochkommen? Weiß ich, ich mach nur Portale. Oh Mann. Ah, Moment. Halt so. Genau, so. Dann kann ich das da hinsetzen und dann musst du deins dahin legen, damit ich wieder rüber transportiert werde. Dann mach mal. So, erstmal hoch. Okay, halt dich bereit. Und los. Plunk, bonk. Haha! Ich hab den Kubus. Jetzt können wir zusammen sozusagen hochfliegen. Ich hab Kuchen. So, dann mach dein Portal wieder hin. Okay, dunkelblau. Das heißt, wir beide springen jetzt rein. Abwärts. Oh, wunderbar. Wo bist du? Ja, ich bin irgendwie von dir geplockt worden. Ich war schwerer als du. Genau. Also sprich, Atlas ist schwerer als Orange. Ja, wie ist es denn? Zwar ist für diese Nein. Tests Teamarbeit nötig, aber ich glaube nicht, dass ich euch im Zweierpack vertraue. Danke. Gut, dann gehe ich halt wieder raus. So, Tür wieder zu. Ratz, ratz, ratz. So, einmal auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt. Ah, oh, herrlich. Nächste Testchamber.
Oh, wir sind schon an der 4. Oh, wir dürfen Pirouetten drehen. Ist die Frage, welche Pirouetten? Ich habe leider den Anfang verpasst. Ich erzählte gerade der Remontageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Wir denken, es reicht. Okay, das geht hier rüber. Ja, was bringt mir das? Ich nicht. Fertig, mach das mal. Das ist, wenn du versuchst zu schwimmen. Ich glaube, ich weiß. Und irgendwo müssen wir jetzt gleich einen Laser oder sowas kriegen. Also so ein... Soll ich dir unauffällig folgen? Nee, warte mal. Ups. Setz mal dein rotes Portal etwas weiter nach rechts. Also da möchte ich nicht runterfallen. Noch ein Stück? Noch ein Stück. Genau. So. Drück. Genau, jetzt landet das Ding auch dahin, wo es hin soll. Ich krieg ein Laser ins Gesicht, pass auf. Du weißt, dass das Ding nur auf meine Frequenz geht? Ups. Also auf nur dann auf dann schießt sich halt auf dich. So. Warum ist hier ein Kreis auf dem Boden? Weil wir, denke ich, da irgendwie hin müssen. So, und da hinten scheint sozusagen das Ende zu sein. Du nicht alles weißt? Ich denk's mir mal. Komm mal rüber. Jawohl, Chef. Du kannst auch gerne dein Chef sagen. Nicht durch deinen. Ich hab so. Was jetzt? Ja. Wir brauchen mein Portal, um sozusagen hier den Laser nach da drüben zu kriegen, zu dem Ding da. Ja. So, jetzt müssen wir aber irgendwie ja, rüberkommen. Und ich habe so das Gefühl, als wäre jetzt, wo ich jetzt bin, hier ein Palette, wo wir uns dann rüber, also rüber transportieren können. Wir brauchen aber deinen Strahl, also deinen Transportstrahl, rüberzukommen. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Bin kompliziert. Der Laser muss jetzt aufrechterhalten werden, sonst darf ich nicht zu dir hoch, oder was? Ja, der Laser ist jetzt gerade unrelevant. Bist du? Dann mach doch mal da zwei Portale hin, dass ich zu dir hochkomme. Ja, was bringt dir das? Weiß ich nicht, was soll ich unten? Ich wollte eigentlich, dass du jetzt mit diesem Sprungapparat hier sozusagen hochspringst, hier vorher das Portal setzt, wenn wir beide dann ungefähr in dieser Höhe, also hier sind, dass du dann hier noch ein Portal machst, was uns rüber transportiert. Und dann haben wir sozusagen den Laser drüben. So. Problem ist nur, es kann jetzt... Ich glaube, das nächste, wenn du es erklärst, mach ich tab, weil die Dinger sind einfach nur sinnlos in der Gegend irgendwie am Leuchten immer. So, also wo willst du hin haben? Ich würde mal sagen, mach hier dein rotes hin. Hä? Hier. So. Ja, ich mache jetzt einfach den ersten Testsprung. Okay, wir müssen noch ein bisschen weiter runter mit dem Strahl. Mach doch mal ein Loch in den Boden. Du weißt, dass hier fester Boden ist? Ja, mal versuchen. Brauche ich nicht versuchen, wenn ich schon sehe, das ist kein gefliestes. Also da, das rote Portal noch ein bisschen weiter runter. Bitte. Gut. Okay, das heißt noch ein bisschen weiter... Ja, jetzt musst du auch hinterher. Ja, jetzt musst du den... Muss den zweiten nützen. So. Und jetzt machst du... hier noch einen hin. Weil dann kann ich hier unseren Laser setzen. Ah, lass mich raus. Oh, Treppe. Hallo, Treppe.
hört ihr jetzt auf? Das ist nicht nötig. Jetzt können wir tanzen. Wollt ihr mich damit ärgern? Nee, das war der falsche. Das... Ihr werdet euch dabei wehtun und das, das kann ich jetzt. In Verzückung versetzen. Ja, ich muss eh gucken. Das da kann ich jetzt nicht mehr auf. Stimmt, ich hatte einen anderen Emote drin. Ich habe ja schon ein bisschen was drin und habe natürlich andere Sachen reingetan. Ihr meint doch nicht, dass das einen Sinn hat, oder? Nein. So, auf geht's, MK. So, einmal demontiert. Oh je. Yeah. Blue, wie gut kennst du Orange wirklich? Nicht Vertraust gut. Vertraust du Orange? Und wenn ich dir sage, dass du nicht der erste Teampartner von Orange bist? Das würde mir Sorgen machen. Ah. Oh cool, was ist jetzt? Vorwärts? Rückwärts. Vorwärts, rückwärts. Dann nehme ich die da, weil die verpassen zu meinen Portalen. Ja. Darfst du aber auch nicht dauerhaft machen. Warum? Das Ding dann? Nein. Sonst kriegen wir unseren Gegenstand nicht, den wir jetzt haben wollen, oder? Wie das aussieht. Gleich darfst du dauerhaft drauf rumlatschen, bis ich wieder zurück bin. Alle weiteren Sendungen verlängern sich um die nächsten 200 Stunden. Oh Mann. Nee, verspäten sich so rum. Kannst du mal aufhören mit dem Scheiß? So. Jetzt. Hallo, kommst du nicht runter? Ja, ich warte, bis ich festen Boden hab. Ja, was soll das jetzt bringen? Ah! Das heißt... So, ich denke, ich kann loslassen und runterspringen. Genau. Jetzt haben wir's. Willkommen bei der Winner dem Guess. Orange, nur zur Klarheit. Ich fragte Blue gerade, ob er dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Yippie! Na auf, komm, ab in die Demontage. Nein, ich umarm dich nicht. Ja, ist ja gut. Ja, immer, die, ist tuff, tuff. Immer diese warmen Roboter hier. Ja, kalt ist so langweilig, oder? Oh. Ja, ich würde jetzt sagen, ja, willkommen. Nein, das lasse ich jetzt den Namen. Sonst haut mich nix. Oh, willkommen Mann. Bei Gong? Nein. Stimmt, Blue. Das ist mir an Orange noch gar nicht aufgefallen. Hm. Orange, möchtest du etwas sagen? Ich hasse Blue. Gong? Ja, da hast du mich nicht. Ah, schieben, 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 schieben. Oh, Mann. Wie geht das hier nicht? Was ist das für eine beschissene Physik-Engine? Du musst was anderes spielen. Also, das wird gleich selten dämlich. Juhu! Oh, meine Fresse. Siehst du, ich mag doch die Physik. Ich glaube, ich sollte eher durch
Gott, dann lohnt sich das nicht, wenn ich es auflöse. Mach, was du nicht lassen kannst. So. Weil ich wette, hier hinten ist Schalter, der das Ganze rückführend macht, wo ich dich dann hersaufen kann. Ich hab nichts gemacht. Ich frag mich gerade selbst, was passiert ist. Du hast vergessen, eine Wand anzubringen? Nein. Das Ding hat sich leider aktiviert. Dann Death Counter? Ja, so ähnlich. Die Idee, wir machen es mal so rum. Das klappt nicht. Moment, ich will jetzt mal was ausprobieren. Okay, das Ding kommt runter, wenn man hinfahren will. Das heißt, wir machen was ganz anderes. Aha, funktioniert. Ich wollte jetzt eigentlich das Ding dann zurückschießen, dass es zurückkommt. Das Ding schießt runter und dann schieße ich davor. Und wieso, wenn es doch auch so geht? Nicht. Wieso kompliziert denken, wenn es einfach geht? Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Ja. Stop. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ausgelöst wird, wenn man das Ding auf das Ding gleich drauf geht. Richtig, also die Orange hört dich nicht. Ah. Was hat Orange? Wirklich? Danke, mir das zu sagen war sicher nicht leicht. Ah. Moment. Ich drehe mich hier im Kreis, Hey! Ich glaube mir meine Arbeit. Ja, komm doch! Dann gehst du in den anderen Strahl rein und... Ja, du musst schon rausgehen. Tu ich doch. So, aber jetzt kann ich... Bremst halt, Harald, bremst halt. Tu ja. Bis bald. Nö. Dreh mich und dann eine Wand. Schade. Ja, kommst du? Orange, komm du, Wand. Fühlst du dich von Blue betrogen, wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Ja, fühle ich mich. Hätte Blue das über mich gesagt, würde er nie die nächste Montagestation erreichen. Schön. Dann halt nicht. Oh, was. Gut, mit dieser Demontageeinheit oder besser in dem nächsten Level machen wir jetzt gleich den kleinen Cut. Cut. Und Action. Nein, noch nicht. Wir sind noch im Geladebildschirm. Kirsche, ja. Kirsche. So, Kirsche. Gut, wir sagen jetzt erstmal Danke, Kledos. Testen wir weiter. Danke. Keiner von euch den anderen übertrumpfen, als wärt ihr nur Maschinen. Danke? Kann ich jetzt reden? Nein. Oder? Gut, jetzt machen wir aber den Cut. So, bis in die nächste Woche. Ayonara.